Ampelkoalition lässt die prognostizierte Rentenerhöhung 2022 platzen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Aus der Traum von der Rentenerhöhung im Westen und im Osten Deutschlands von rund 5% im Jahr 2022. Die Ampelkoalition plant laut Koalitionsvertrag die Wiedereinführung des seit 2018 ausgesetzten Nachholfaktors in der Berechnungsformel für den aktuellen Rentenwert noch vor der Rentenanpassung zum 1.7.2022. Mit gravierenden Folgen für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Die vor kurzem noch prognostizierte Rentenwerterhöhung um gut 5-6% in Ost und West wird es mit dem Nachholfaktor nicht geben. Normalerweise haben wir im gesetzlichen Rentenrecht eine sogenannte Rentenwertgarantie. Diese sagt, dass der aktuelle Rentenwert bei einer negativen Lohnentwicklung nicht gekürzt werden darf. Wenn es aber im Folgejahr dann eine Lohnerhöhung gibt, wird die prozentuale Lohnentwicklung der vorangegangenen Jahre, also auch in negativer Hinsicht, in die Rentenerhöhung für das Jahr, das der guten Lohnentwicklung folgt, mit eingepreist. Dieser Faktor, der da eingepreist wird, heißt Nachholfaktor. In Wirklichkeit ist dieser Nachholfaktor aber nichts anderes als die nachgeholte mathematische Rentenwertkürzung für eine negative Lohnentwicklung, für die ja die Rentnerinnen und Rentner nichts können. Im Klartext bedeutet dies, dass die negative Lohnentwicklung im Jahr 2020, verursacht durch Corona, von rund 3% bei der anstehenden Rentenerhöhung im Jahr 2022 nach dem Willen der Ampelkoalition eingepreist werden sollte. Normalerweise war es ja so, sollte dieser Nachholfaktor erst ab dem Jahr 2025 wieder aktiv werden oder aktiviert werden. Wie hoch die Kürzung durch den Nachholfaktor ausfallen wird, kann Ihnen heute niemand seriös sagen. Noch nicht. Wir müssen die Rentenwertbestimmungsverordnung 2022 abwarten. Die Ampelkoalitionäre rechnen nur mit einer geringen Kürzung durch den Nachholfaktor um rund 0,6% weniger Rentenerhöhung als geplant oder prognostiziert. Der ehemalige Wirtschaftsweise Lars Feld kommt auf eine Kürzung um 2,5%, sodass von der Rentenerhöhung 2022, wenn es so eintreten würde, tatsächlich nur noch 2,5% im Schnitt übrig bleiben würden, und zwar für Ost und West. Damit wird aus der prognostizierten Rentenerhöhung im Jahr 2022 nach dem Willen der Ampelregierung nichts werden. Meine Frage: Gibt es denn bei der Altersversorgung der Politikerinnen und Politiker des Deutschen Bundestags auch einen solchen Nachholfaktor? Wäre doch vielleicht nur gerecht, wenn deren Altersansprüche auch gesenkt würden, wenn die Löhne in Deutschland nicht steigen. Gut 26 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland sagen: Herzlichen Dank, liebe Ampelkoalition, für diese wunderbare Nachricht in der Vorweihnachtszeit und schweren Corona-Phase. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.